Wenn abends wirklich einmal Gesellschaft ist, bekommen die Kinder vorher zu essen. Kinder brauchen nicht alles zu hören, was die Erwachsenen sprechen. Und es schickt sich auch nicht. Und billiger ist es auch. Es gibt belegte Brote. Mama nascht ein bisschen mit. Papa ist noch nicht da. Mama, Sonja hat gesagt, sie kann schon rauchen. Sie kann doch noch gar nicht rauchen. Du sollst bei Tisch nicht reden. Mama, guck mal, die Löcher in dem Käse. Zwei Kinder stimmen gleichzeitig. Tobi ist aber dumm. Im Käse sind doch immer Löcher. Eine weinerliche Jungenstimme. Naja, aber warum? Mama, wo kommen die Löcher im Käse her? Du sollst bei Tisch nicht reden. Ich möchte aber doch wissen, wo die Löcher im Käse herkommen. Pause. Mama, die Löcher, also ein Käse hat immer Löcher. Da haben die Mädchen ganz recht. Ein Käse hat eben immer Löcher. Mama, aber dieser Käse hat doch keine Löcher. Warum hat der keine Löcher und warum hat der Löcher? Jetzt schweig und iss. Ich hab dir schon 100 Mal gesagt, du sollst bei Tisch nicht reden. Iss. Ich möchte aber wissen, wo die Löcher im Käse... Aua, schubst du nicht immer. Geschrei. Eintritt Papa. Was ist denn hier los? Guten Abend. Ach, der Junge ist wieder ungezogen. Ich bin gar nicht ungezogen. Ich will nur wissen, wo die Löcher im Käse herkommen. Der Käse da hat Löcher und der hat keine. Papa, na, deswegen brauchst du doch nicht so zu brüllen. Mama wird dir das erklären. Mama, jetzt gib du dem Jungen noch recht. Bei Tisch hat er zu essen und nicht zu reden. Papa, wenn ein Kind was fragt, kann man ihm das schließlich erklären, finde ich. Mama, wenn ich es für richtig finde, ihm das zu erklären, werde ich ihm das schon erklären. Nu iss. Papa, wo aber doch die Löcher im Käse herkommen, möchte ich doch aber wissen. Papa, also die Löcher im Käse, das ist bei der Fabrikation. Käse macht man aus Butter und aus Milch. Da wird er gegoren und da wird er feucht. In der Schweiz machen sie das sehr schön. Wenn du groß bist, darfst du auch mal mit in die Schweiz. Da sind so hohe Berge, da liegt ewiger Schnee darauf. Das ist schön, was? Ja, aber Papa, wo kommen denn die Löcher im Käse her? Ich hab's dir doch eben erklärt. Die kommen, wenn man ihn herstellt, wenn man ihn macht. Ja, aber wie kommen die da rein, die Löcher? Junge, jetzt löcher mich nicht mit deinen Löchern und geh zu Bett. Marsch, es ist spät. Nein, Papa, noch nicht. Erklär mir doch erst, wie die Löcher im Käse... Bumm! Katzenkopf. Ungeheuerliches Gebrüll. Klingel. Onkel Adolf. Guten Abend. Guten Abend, Margot. Guten Abend. Na, wie geht's? Was machen die Kinder? Tobi, was schreist du denn so? Ich will wissen. Sei still. Er will wissen. Also, jetzt bring den Jungen ins Bett und lass mich mit den Dummheiten in Ruhe. Komm, Adolf, wir gehen so lang ins Herrenzimmer. Hier wird gedeckt. Onkel Adolf. Gute Nacht. Gute Nacht. Alter, schrei halt. Nur hör doch mal bloß. Was hat er denn? Margot wird mit ihm nicht fertig. Er will wissen, wo die Löcher im Käse herkommen, und sie hat's ihm nicht erklärt. Hast du ihm das denn erklärt? Natürlich habe ich's ihm erklärt. Danke, ich koch jetzt nicht. Sag mal, weißt du denn, wo die Löcher herkommen? Das ist aber eine komische Frage. Natürlich weiß ich, wo die Löcher im Käse herkommen. Die entstehen bei der Fabrikation durch die Feuchtigkeit. Das ist doch ganz einfach. Na, mein Lieber, da hast du dem Jungen aber ein schönes Zeugs erklärt. Das ist überhaupt keine Erklärung. Na, nimm mir's nicht übel. Du bist aber komisch. Kannst du mir denn erklären, wo die Löcher im Käse herkommen? Ja, Gott sei Dank gar nicht. Also, bitte. Also, die Löcher im Käse entstehen durch das sogenannte Casein. Was in dem Käse drin ist. Das ist doch Quatsch. Das ist kein Quatsch. Das ist wohl Quatsch. Denn mit dem Casein hat das überhaupt nichts zu tun. Guten Abend, Martha.
Guten Abend, Oskar. Bitte, nehmt Platz. Wie geht's? Überhaupt nichts zu tun. Was streitet ihr euch denn da rum? Papa, nun bitte ich dich um alles in der Welt, Oskar. Du hast doch studiert und bist Rechtsanwalt. Haben die Löcher im Käse irgendetwas mit Casein zu tun? Oskar, nein. Die Käse im Löcher, ich wollte sagen, die Löcher im Käse rühren daher, also die kommen daher, dass sich der Käse durch die Wärme bei der Gärung zu schnell ausdehnt. Hohngelächter der plötzlich verbündeten Helden Papa und Onkel Adolf. Na, das ist eine ulkige Erklärung. Der Käse dehnt sich aus. Hast du das gehört? Eintritt Onkel Sigismund, Tante Jenny, Dr. Guggenheimer und Direktor Flackeland. Großes guten Abend, geht's, unterhalten uns gerade, sogar riesig komisch, ausgerechnet Löcher im Käse, es wird gleich gegessen, also bitte, dann erkläre du. Onkel Sigismund. Also, die Löcher im Käse kommen daher, dass sich der Käse bei der Gärung vor Kälte zusammenzieht. Anschwellendes Rhabarber, Rumor, dann großer Ausbruch mit vollbesetztem Orchester. Vor Kälte, hast du schon mal kalten Käse gegessen? Gut, dass Sie keinen Käse machen, Herr Apollant. Vor Kälte. Onkel Sigismund beleidigt ab in die Ecke. Dr. Guggenheimer, bevor man diese Frage entscheiden kann, müssen Sie mir erst mal sagen, um welchen Käse es sich überhaupt handelt. Das kommt nämlich auf den Käse an. Mama, um Emmentaler. Wir haben ihn gestern gekauft. Martha, ich kaufe jetzt immer bei Danzel. Mit Mischewski bin ich nicht mehr so zufrieden. Er hat uns neulich Rosinen nach oben geschickt, die waren ganz... Dr. Guggenheimer. Also, wenn es Emmentaler war, dann ist die Sache ganz einfach. Emmentaler hat Löcher, weil er ein Hartkäse ist. Alle Hartkäse haben Löcher. Direktor Flackeland. Meine Herren, da muss wohl wieder mal ein Mann des praktischen Lebens kommen. Die Herren sind ja größtenteils Akademiker. Niemand widerspricht. Also, die Löcher im Käse sind Zerfallsprodukte beim Gärungsprozess. Ja, der Käse zerfällt eben, weil der Käse... Alle Daumen sind nach unten gerichtet. Das Volk steht auf. Der Sturm bricht los. Pöh, das weiß ich auch. Mit chemischen Formeln ist die Sache nicht gemacht. Eine hohe Stimme. Habt ihr denn kein Lexikon? Sturm auf die Bibliothek. Heise, Schiller, Goethe, Bölsche, Thomas Mann, ein altes Poesiealbum. Wo ist denn richtig? Grobkalk bis Kerbtiere. Kanzel, Kapital, Kapitalertragsteuer, Kabatsche, Kadetsche, Karwach, Käse. Lass mich mal. Geh mal weg. Pardon. Also. Die blasige Beschaffenheit mancher Käsesorten rührt her von einer Kohlensäureentwicklung aus dem Zucker der eingeschlossenen Molke. Alle unisono. Hast es? Was habe ich gesagt? Eingeschlossenen Molke und ist... Wo geht das denn weiter? Margot, hast du hier eine Seite aus dem Lexikon rausgeschnitten? Na, das ist doch unerhört. Wer war hier am Bücherschrank? Sind die Kinder... Warum schließt du denn den Bücherschrank nicht ab? Warum schließt du den Bücherschrank nicht ab, ist gut. 100-mal habe ich dir gesagt, schließt du ihn ab. Lass doch mal. Also wie war das? Ihre Erklärung war falsch, meine Erklärung war richtig. Sie haben gesagt, der Käse kühlt sich ab. Sie haben gesagt, der Käse kühlt sich ab. Ich habe gesagt, dass sich der Käse erhitzt. Na, also, dann haben Sie ja doch nichts von der kohlensauren Zuckermolke gesagt, wie da drin steht. Was du gesagt hast, war überhaupt Blödsinn. Was verstehst du von Käse? Du kannst ja nicht mal Bolles Ziegenkäse von einem alten Holländer unterscheiden.
Ich habe vielleicht mehr alten Holländer in meinem Leben gegessen wie du. Spuck nicht, wenn du mit mir sprichst. Nun reden alle mit einem Mal. Man hört, betrag dich gefälligst anständig, wenn du bei mir zu Gast bist. Saure Beschaffenheit der Muckerzolke. Mir überhaupt keine Vorschriften zu machen. Bei Schweizer Käse ja, bei Emmentaler Käse nein. Du bist hier nicht bei dir zu Hause. Hier sind anständige Leute. Wo denn? Das nimmst du zurück. Das nimmst du sofort zurück. Ich lasse nicht in meinem Hause meine Gäste beleidigen. Ich lasse in meinem Hause meine Gäste nicht beleidigen. Du gehst mir sofort aus dem Haus. Ich bin froh, wenn ich raus bin. Deinen Fraß brauche ich nicht. Du betrittst nicht mehr meine Schwelle. Meine Herren, aber das ist doch... Sie halten überhaupt den Mund. Sie gehören nicht zur Familie. Na, das hab ich noch nicht gefrühstückt. Ich als Kaufmann. Nun hören Sie doch mal, wir hatten im Krieg einen Käse. Das war keine Versöhnung. Es ist mir ganz egal. Und wenn du platzt, ihr habt uns betrogen. Und wenn ich mal sterbe, betrittst du nicht mein Haus. Erbschleicher! Hast du das? Ich sag es ganz laut, damit es alle hören. Erbschleicher! So, und nun geh hin und verklag mich. Lümmel, ein ganz fauler Lümmel. Kein Wunder bei dem Vater. Und deine? Wer ist denn deine? Wo hast denn du deine Frau her? Raus, Lümmel. Wo ist mein Hut? In so einem Haus muss man ja auf seine Sachen aufpassen. Das wird noch ein juristisches Nachspiel haben, Lümmel. Sieh mir auch. In der Türöffnung erscheint Emma aus Gumbinnen und spricht: Gnädige Frau, es ist angerichtet. 4 Privatbeleidigungsklagen. 2 umgestoßene Testamente. 1 aufgelöster Soziusvertrag. 3 gekündigte Hypotheken. 3 Klagen um bewegliche Vermögensobjekte. 1 gemeinsames Theaterabonnement, einen Schaukelstuhl, ein elektrisch heizbares Bidet. 1 Räumungsklage des Wirts. Auf dem Schauplatz bleiben zurück ein trauriger Emmentaler und ein kleiner Junge, der die dicken Arme zum Himmel hebt und den Kosmos anklagend weithin hallend ruft: Mama, wo kommen die Löcher im Käse her?